Artikelnummer SCP-2915, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-2915 befindet sich im Besitz von Foundation-Agenten und wird unter Aufsicht von MEK-Psi-25 im Drive-In gefangen, als typisches Wendy's-Restaurant betrieben. Das Personal hat alle von der Wendy's Corporation festgelegten Standards einzuhalten. Nachtwächter sind mit Gasmasken und Lampen mit breitbandigem UV-Licht auszustatten. Die Gefrierkammer muss verriegelt bleiben. Mitarbeitern wird geraten, alle Geräusche, die aus dem Innern kommen, zu ignorieren. Beschreibung: Bei SCP-2915 handelt es sich um ein Wendy's Restaurant in Ohio. Die Einrichtung besitzt zwei primäre anormale Eigenschaften. Die Speisekarte zum Zeitpunkt der Inverwahrungnahme enthielt nicht die normalen Wendy's Produkte und genügte nicht den entsprechenden Gesundheitsstandards oder der typischen terrestrischen Biochemie. Alle wiederverwertbaren Lebensmittel wurden für kontrollierte Laboruntersuchungen aus dem Gebäude entfernt. Die Gefrierkammer besitzt keinen Boden. Die Tiefe des resultierenden Schachts ist unbekannt. Erkundungsmissionen konnten kein eindeutiges Ergebnis liefern. An der Decke der Gefrierkammer sind 6 Windensysteme befestigt, die jeweils aus einer Kette und einem großen Fleischerhaken bestehen. Diese Winden werden durch eine Reihe von Ventilen an der Tür gesteuert. Eine Kette ist zu allen Zeiten in den Schacht abgesenkt. Versuche, den Boden der Gefrierkammer zu erreichen, waren erfolglos. Die am längsten aktive Sonde sendete für 4 Monate, bevor die Kommunikation unterbrochen wurde. Es wurde bisher nicht versucht, die Höhe der Ketten auf andere Weise als durch die Ventile zu verstellen. Gäbe es Gas mit derzeit nicht bekannter chemischer Zusammensetzung, tritt während der Nachtstunden, im Allgemeinen zwischen 2 Uhr und 4 Uhr 45, aus der Gefrierkammer aus. Dieses Gas ist schwerer als Luft, leicht giftig, eine Langzeitbelastung führt zu Schäden an Lunge und Nieren und löst sich unter konzentrierter ultravioletter Strahlung auf. Gelegentlich kann man Geräusche hören, die aus der Gefrierkammer kommen, wie zum Beispiel Klopfen im Schacht, das Klappern von Ketten, das Schaben von Metall auf der Innenseite der Tür und das aus der Ferne kommende Echo von "I've got you under my skin" von Frank Sinatra.